Hallo Leute, da bin ich wieder. Guck mal, was ich hinter mir habe. Wir haben ein Turismo Mercedes mal zur Probe bekommen, um mal zu testen, wie der so ist. Natürlich werde ich den jetzt mal testen, ob der für uns geeignet ist. Kommt, schauen wir uns den mal gemeinsam an, Leute. Das ist ein Mercedes Turismo von 2019, der ist noch flammneu, gerade erst mal 3000 Kilometer gelaufen. Und wir haben den jetzt mal zu Testzwecken mal hier auf dem Hof von Fehlingreisen, um den mal zu testen. Also, dann fangen wir doch mal an. Hier haben wir schon mal so einen Schlüssel, sagen wir mal, alles voll elektronisch. Den müssen wir erst mal hier aufschließen. So, Lichter gehen schon mal an. Dann gucken wir uns den jetzt mal gemeinsam an, was der so alles hat. So, dann gucken wir uns den mal jetzt gemeinsam an. So, haben wir jetzt mal das Cockpit hier mal von oben. Ich bin natürlich heute wieder mal alleine. Dann muss ich das wieder alleine alles euch zeigen, wie das hier so funktioniert. Ich muss erstmal selber damit klarkommen, was der so alles hat. Fangen wir mal einfach mal erstmal mit dem Kühlschrank an. Der sitzt ja meistens immer hier vorne. Wie ihr sehen könnt, ist noch alles sauber, alles noch neu. Auch das Riechen. Schade, dass ihr das jetzt nicht riechen könnt. Da ist wirklich flammneu, Leute. So, das war schon mal die erste Klappe. Dann sehe ich hier vorne zwei so Sitze. Wie viele Sitzplätze hat der überhaupt? 63. 63 Sitzplätze hat der. Guckt euch das jetzt mal an. Wie so ein Schlachtschiff. Aber der hat keine Theaterbestuhlung, sehe ich schon sofort, wie der Volvo. Weil die Kopfstützen, die haben alle gleiche Höhe. Bei dem Volvo wisst ihr ja, das geht leicht immer nach oben hin, so dass der letzte hinten auch alles sehen kann. Aber zum Innenraum kommen wir ja gleich nochmal. Jetzt machen wir mal hier vorne weiter. So, dann gucken wir mal, suchen wir mal den Zündschlüssel. Wo hat er den Zündschlüssel? Ah, der hat ja hier so eine Karte, der hat ja in dem Sinne keinen Schlüssel mehr. Den tun wir jetzt mal da rein. So, und jetzt Start, Stopp. Ah, und schon geht alles an. Ja, supi. Musik machen wir mal leise, nicht, dass wir nur Urheberrechte verletzen hier. So, wie gesagt, 3700 Kilometer hat der erst gelaufen. Das ist das Cockpit hier von dem Mercedes Turismo. Was mir direkt natürlich auffällt, ist 3,70 Meter nur hoch. Noch besser geht's nicht, der kommt fast unter jeder Brücke durch, sag ich mal. Die anderen, die fangen ja HD-Busse schon bei 3,90 aufwärts an. Meiner ist 3,75, der Volvo übrigens, da vorne steht der. Und dann gucken wir mal, was der so alles zu bieten hat. Hier die Schalter, die erklären sich natürlich dann auch alles schon fast von selbst. Hier für die Baggage, für die Kofferraumklappen. Dann hat er hier für den Fahrer, ah, guckt mal das an, Leute, LED, wenn man das anmacht, wunderbar. So, was haben wir denn hier noch? Klima, ah, Automatik kann man alles regulieren, alles elektronisch. So, aber ich suche hier die Gangschaltung, wo ist die Gangschaltung hier, verdammt? Ah, hier sehe ich das hier, Automatik, manuell. Hier könnt ihr das vielleicht sehen, kann man hier so einstellen, manuell, Automatik, rückwärts, und der Retarder sitzt auch schon direkt hier mit dran. So, dann haben wir hier das Lenkrad, schön, kann man sich dran gewöhnen. Telefonfunktion natürlich hier, dass man alles hier von aus schalten kann. Wird auch direkt im Display alles an dich gezeigt hier. Das war hier zum Beispiel für Setzen der Geschwindigkeit, also Tempomat, kann man hier alles drüber laufen lassen. Dann haben wir hier so einen schönen
Multifunktions-Audioanlage mit alles drumherum, USB, AUX, Video, die Monitoren, übrigens der Monitor, den hat er da oben hier vorne, ja, auch den Spiegel, den sehe ich auch jetzt erst so schön klein, aber nicht schlecht, man hat alles im Blick. Was, wo wir gerade schon mal hier oben sind, habe ich mal hier entdeckt, mit diesen beiden Schaltern hier, ja, ne, mit diesen hier, dann könnt ihr das bewegen. Und zwar, wenn man nur einmal drauf drückt, einmal drauf drücken, guckt euch das mal an, wie schnell das runtergeht. Ja, und wenn man dann nur weitermachen will, geht es dann weiter. Und hoch das gleiche, einmal ein Knopfdruck, seht ihr, meine Hand ist frei, hoch. Jetzt das gleiche mit dem anderen, einfach ein Knopf mal drücken und zack, geht der runter. Und dann kann man den noch regulieren, wie weit. Noch einmal drücken, geht er wieder von alleine hoch. Super, das finde ich schon mal gut. Dann kommen wir weiter mal auf die linke Seite. Hier ist für die Küche, dann hat er für WC, Scheiben, Waschanlage, Service. Wenn Service erwünscht ist, kann man den da entweder ein- und ausschalten oder eben halt gucken. Dann hat er hier für Lenkrad, wenn man drauf drückt, habt ihr gesehen, geht sogar automatisch. Man braucht sich den einfach nur einstellen. Moment. So, jetzt habe ich den, sage ich mal, eingestellt und möchte beim Rausgehen, weil ich vielleicht einen dicken Bauch habe oder so, dass der hochgeht. Einfach nur, passt auf, ich drücke einfach nur den Knopf. Zack, automatisch geht der hoch. Nicht schlecht. Pedale auch ganz normal hier, mit kleinen Füßen kommt man da sogar auch dran. Und dann hat er hier das VDO-Digitalgerät. Und zwar ist das bei dem ein bisschen anders. Das Symbol hier lange gedrückt halten. Dann kommt dieses Schacht raus und da kann man dann die Fahrerkarte reintun, zumachen und alles einstellen. Die sind hier erstmal nicht belegt hier. Dann hat er hier Notaus und Fensterheber für die Fenster. Elektrisch. Abblendlicht, Fernlicht hat er ja hier oben, die ganzen Armaturen hat er alles hier vorne. Und hiermit kann man ins System reingehen für Fahrzeugassistenz, da könnt ihr das auch sehen. Tourdaten, wie gesagt, 3700 erst gelaufen. Und man kann hier alles resetten im Teil oder wie viel Kilometer man gefahren ist, kann man das hier alles kontrollieren. Nicht schlecht, Leute. Also, der gefällt mir bis jetzt ganz gut. So, dann werden wir den nachher auch mal laufen lassen. Hören wir uns den Motor an, wie der sich dann zeigt. Und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt gehen wir mal ins Innenraum. Ich habe Lichter ja gerade mal angehabt. Wenn ihr diese Lichter mal so guckt, auch alles LEDs. Dann hat er hier so Klappen für den Fahrer. Da muss ich auch mal privat schreiben, wenn wir den mal kaufen sollten. Dann hat er hier Alert Board. Der ist noch nicht angeschlossen, denke ich mal. Muss auch noch eine Karte rein. Und ich habe gesehen, entweder hat er Stehplätze oder man kann sich, oder die Servicekraft beim Laufen kann er sich hier auch noch festhalten. Aber wenn ihr mal guckt, Leute, wie viel Platz der an Gepäck hier oben hat, das ist schon mal nicht schlecht. Dann hat er hier noch eine Klappe. Wie gesagt, das ist immer für den Fahrer. Die kann man allerdings nicht abschließen, kann jeder dran. Das ist schon mal wieder nicht gut. Dann hat er hier die Uhr und auf der anderen Seite, wenn er läuft, auch die Temperatur. Monitor ist ja noch zu. Und dann, was mir aufgefallen ist, Leute, guckt euch das mal an. Ich habe auch erst gedacht, das ist starr, aber man kann den auch hochklappen. Ja, zum Reingehen und dann, wenn man drin gesessen hat, einfach mal so runterklappen. Dann hat er hier die ganzen Lehnen, wie bei dem Cetra, den muss man erstmal, könnt ihr sehen, einfach so hoch, dann rastet der ein, zack, und ist zu. Wenn man den dann runter machen will, nach hinten ziehen und wieder runter. Hier, das sind die, brauche ich euch ja gar nicht eigentlich erzählen, ihr kennt das ja schon, hier mit den Sitzen nach vorne zur Seite hinschieben.
und und. Und Beinfreiheit, okay, ich persönlich würde hier die zwei Reihen hier vorne einfach mal ausbauen, auf vier Sitzplätze verzichten und die anderen so ein bisschen immer vorrücken, dass man diese Beinfreiheit ein bisschen mehr hat, Leute. So, und was mir noch aufgefallen ist, sind diese Sicherheitsgurte. Der hatte diesmal auf der rechten Seite, nicht wie bei den anderen immer beides hier vorne. Ja, rechts von links nach rechts rüber und von hier auch, dass man das hier so hier und der zieht sich auch automatisch wieder ein. So, dann nehme ich euch mal so ein bisschen mit nach hinten. Hier ist auch noch mal so ein Monitor für die letzte Reihe. Was mir aufgefallen ist, guckt euch das mal an. Hier ist zwar ein bisschen eng, allerdings dafür der Vorteil, hier unten ist ja WC. Aber der Kühlschrank, Leute, guckt euch mal den Kühlschrank an, wie tief der noch weiter unten ist. Ja, man kann da wirklich jede Menge, ich weiß nicht, ob wie viele Liter da reinpassen, auf jeden Fall 24. Ne, das ist eine Leistung. Ne, kann ich daraus nicht erkennen. 4,6 Liter Inhalt. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber das sieht auf jeden Fall viel aus. So, machen wir das mal wieder zu. Dann kommen wir hier zu der Küche. Auch schön angeordnet hier. Den machen wir jetzt mal auf. Mal gucken, wie das geht. Hat er, glaube ich, hier unten noch etwas. Oder ist er abgeschlossen? Ah, der hat keine Zündung, Leute. Ich muss ihn erst Zündung anmachen. Ah, nee, der geht auch so. Zack. Und schon kommt mir alles entgegen. Alles natürlich noch sauber. Voll gut in Schuss mit Würstchensieder. Mal gucken, ob der schon an ist hier überhaupt. Nee, der ist natürlich, habe ich noch nicht drauf gedrückt. Auf jeden Fall auch alles digital. Der holt sich das Wasser dann auch vom Tank. Wenn man hier im Display dann drückt, dann kommt hier Wasser für die Kaffeemaschine. Und ja, ist ein 40-Tassen-Kaffeemaschine. Thermoskanne, sage ich mal. Nicht schlecht. So, machen wir mal alles wieder an seinen Platz. Weil es ist ja noch nicht unser. Wenn wir den überhaupt kaufen sollten, das steht ja noch in den Sternen. Dafür, für Probezwecke, ist es ja da. Dann, was mir aufgefallen ist, guckt euch mal diese Beinfreiheit an. Die ist schon gar nicht mal so schlecht. So müsste ein richtiger, komfortabler Reisebus diese Beinfreiheit haben. So, hier hinten ist natürlich dann wieder alles eng, wird immer enger. Und von der hinteren Reihe würde ich auch noch mal zwei Sitze oder mindestens noch einen Sitz von links, doch zwei Sitze, eins von links, eins von rechts mal wegnehmen, damit man hier auch Beinfreiheit hat. So, jetzt bin ich mal ganz hinten angekommen, könnt ihr mal hier so sehen. Wirklich für Ablagefach hier ist richtig viel Platz. Ja, und ja, ein schönes Schätzchen, sage ich mal. Dann nehme ich euch gleich mal mit raus und gucken uns mal den Motorraum und beziehungsweise auch die Klappen von dem Kofferraum an. Noch zu erwähnen ist vielleicht hier unten auch noch Fahrerkabine. Ich weiß nicht, ob die abgeschlossen ist. Moment, ich guck mal. Nee, ist auf. Ist jetzt natürlich noch keine Liege, keine Matratze drin, weil das ja noch für Probezwecken ist. Aber wir gucken uns den mal gleich von außen an. Aber den Unterschied, wenn ihr meinen Film in Polen da gesehen habt, wie viel Freiheit, wie viel Platz da der Volvo bietet für den Fahrer. Toilette würde ich euch auch gerne zeigen, aber die ist irgendwie abgeschlossen. Da habe ich den Knopf nicht gefunden. Lacht mich nicht aus, aber wie gesagt, habt ihr jetzt auch keine Lust, da was kaputt zu machen? Die Kappen hier sehen natürlich auch schön aus, schick mit Chrom bezogen. Das hier ist der Kofferraum, sag ich mal. Weil das kein HD ist, hat man natürlich hier auch wenig Freiheit für die Koffer, aber das reicht dicke, um hier jede Menge Koffer hier einzutun. So, vielleicht habt ihr die Toilette auch noch mal von so auch noch nicht gesehen. Hier sind dann die ganzen Schläuche, womit das befüllt wird. Hier ist zum Ablassen, wenn man da drauf drückt.
Und zum Befüllen hat man dann hier auch so einfach nur mal dran stecken Wasser. Und das hier ist Lebensmittel echt, sage ich mal, für die Kaffeemaschine, dass er sich hier Wasser ziehen kann. So, jetzt kommen wir zu der Schlafkabine. Mal gucken, ob die auch auf ist. Ja, gerade waren wir ja von da, haben wir ja versucht. Ah, das ist eine Matratze, sehe ich gerade. Ja, aber wie gesagt, so viel Beinfreiheit, so viel zum Schlafen, wirklich eng. Der hat zwar hier auch Belüftung, Telefon für Fahrer und so, aber dass man mit dem Fahrer reden kann. Aber da kriegt man wirklich Platzangst, Leute. So, hier sind dann nochmal Wagenheber, Bordwerkzeug, Unterlegkeil haben sie hier verstaut. Das hier geht mit dem Schlüssel auf, den muss ich erst noch holen. Ja, dann gehen wir gleich mal. Natürlich Doppelachse habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Meter da ist. Ich denke mal, da ist auch ein 13,9 Meter. So sieht er von hinten aus, der Turismo. Auch so mit LEDs. LED ist im Kommen, ist natürlich viel heller. So, mal gucken, ob ich den Motorklappe aufkriegen kann. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen. Jawohl! Sauberer, super Motor! So, jetzt habe ich den Motor mal ausgemacht, damit ihr mich auch besser hören könnt. Aber so sieht ein nagelneuer Motor aus, Leute. Guckt euch das mal an. Alles noch richtig sauber, richtig frisch. So, jetzt habe ich mal den Schlüssel geholt. Mal gucken, ob wir hier ran können hier. Ah, da ist der Notschalter. Batterien sitzen dahinter. Ist auch hier ein Zeichen dafür. Und hier. Ah, das haben die auch blöd gemacht. Muss man mit zwei Händen. Kamera filmen und aufmachen geht nicht. Hier kann man auch so seine Getränke und Privatsachen, Bordwerkzeug und so was hier alles auch reintun. Da gucke ich mal, ob ich hier auch noch rankomme. Ja, hier ist das gleiche nochmal von der anderen Seite. Ich hatte mich gerade schon gewundert, wofür das ist. Aber das ist nur für die Fahrerkabine. So, machen wir mal hier wieder zu. Hier können wir auch zumachen. Und das andere ist nichts anderes als die andere Seite. Da die Klappe auch. Das ist von Evobus, Mercedes, Omnibusse in Dortmund, die uns den zur Verfügung gestellt haben für Testzwecke. So sieht er nochmal von vorne aus. Hier sind die Abstandssensoren, für wenn vorne jemand fährt, dass er auch von alleine bremst, das erkennt. Und die ganzen Beleuchtungen. Alles tadellos. Ja, Gesamteindruck gut. Fahren muss ich den noch. Wenn ich den dann gefahren habe, kann ich euch auch mehr dazu erzählen. So Leute, wie versprochen, werde ich diesen Turismo jetzt mal fahren und werde euch berichten, wie der sich so verhält. Mal gucken, wie wir das hier hinbekommen. So, das fängt schon mal locker und geschmeidig an hier. Fahren wir mal nur so eine kurze Runde. Das Anschnallen nicht vergessen, Leute. Also der rollt auch nicht zurück, so wie meiner. Der ist gut.
Also meiner rollt ja auch nicht zurück. Der hat da sogar so eine Sperre drin, dass er nicht rückwärts... Anfahrhilfe nennt sich das. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der... Ja, die Lenkung kann man aber nicht vergleichen jetzt mit meiner. Das steht schon mal fest. Ich merke das jetzt schon. Ist ein bisschen schwergängiger als meiner. Aber sonst ruhig, vor allem ganz ruhig. Ne? Ist natürlich was ganz anderes, hier drin jetzt so zu sitzen als meiner. Aber außer die Sitze jetzt, bis jetzt nicht schlecht. Der gefällt mir. So, jetzt drehen wir gerade gleich mal hier im Kreisverkehr und gucken mal, wie er sich verhält. Weil wichtig ist ja mit dem Lenken eben halt, dass er vernünftig sich lenken lässt. So, bin ich mal gespannt, ob ich das mit einer Hand... Oh, mit einer Hand ist das schon schwierig. Den Volvo, den kann ich mit einem Finger drehen. Aber der ist wendig. Diesen Kreisverkehr mit erstem Mal geschafft. Hier brauche ich bei meinen Loslassen normalerweise im Kreisverkehr, da kommt er von alleine. Schalten, der zeigt mir hier auch an, vierte, fünfte. Ja, also butterweich, butterweich, Leute, wirklich, das ist butterweich, wirklich ein schöner Bus. Wenn die Sitze jetzt noch in Ordnung wären, kein Thema, kann unser Chef den kaufen. Wenn er mich morgen fragt, dann werde ich den mal sagen, okay, wie gesagt, Lenkung muss man sich dran gewöhnen, aber sonst alles okay. So Leute, jetzt habt ihr auch mal ein Turismo gesehen, was wir ja auf der Fehling-Flotte ja nicht gehabt haben, aber durch Zufall oder durch Glück extra, um euch den mal vorzustellen, haben wir uns den jetzt mal gemeinsam angeguckt und der ist nicht schlecht. Mein Ersteindruck, nicht schlecht. Ihr habt ja gesehen, ich habe den auch noch gefahren und ich komme damit klar. Ja, aber den Volvo würde ich jetzt gegen den nicht eintauschen wollen. Nichts gegen Mercedes, aber vielleicht ist das auch alles nur eine Gewohnheitssache, sag ich mal. Aber wie gesagt, Volvo, Mercedes, Preisunterschied auch fast identisch. Allerdings bevorzuge ich jetzt den Volvo zuerst. So Leute, in diesem Sinne, macht's gut. Wie immer in einem anderen Video, vergiss das Abonnieren nicht. Ziel ist ja, 100.000 Abonnenten zu haben, damit sich das wirklich lohnt, mal so eine Plakette zu bekommen als Anerkennung, dass man sagen kann, ich war mal oder ich bin ein YouTuber. So Leute, in diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video, wie immer, euer Mehmet Uy.